Ali, hallo, hallöchen, meine Freundin. Willkommen beim Grugaliga Pokémon. Mein Name ist Kirill. Wir spielen Pokémon Smaragd und wir sind im Postgame angekommen. Und wir sind gefangen auf der Kampfzone und müssen jetzt die ganzen verschiedenen Kampftypen, die es da gibt, bestehen. In der Hoffnung, dass Scott uns wieder gehen lässt. Nein, wir können theoretisch einfach gehen, aber wir untersuchen einmal, was es alles so gibt in der Kampfzone. Auf dieser komischen Kampfinsel, wo man nur hinkommt, wenn man literally der Champ ist. Deswegen ich mich frage, warum es da so viele Leute gibt. Aber naja, gut. Genau, das ist im Endeffekt unser Plan. Letztes Mal haben wir, boah, ich habe die Kampftypen gar nicht mehr alle auf dem Schirm, was die einzelnen Formate sind. Wir hatten eins, wo wir nur die Reihenfolge, also wo wir drei Pokémon quasi in unser Team aufgenommen haben, die in der Reihenfolge gegeneinander gekämpft hatten. Wir hatten jetzt eins, wo man immer die gegnerischen Pokémon sehen konnte und dann nur zwei ausgewählt hat. Ich glaube, das haben wir sogar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, doch, das haben wir gewonnen am Ende. Genau, und dann gehen wir jetzt den Rest der Insel durch und gucken halt, was es alles so gibt. Und morgen war's da Luxe, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Anka, schön, dass du da bist. So, wie hieß das Format, auf dem wir sind? Dies sind die Ergebnisse des letzten Level 50 Einzelkampfturniers. Genau, das sind halt dann das war die Tabelle, in der wir gekämpft haben. Und wie man sieht, haben wir gewonnen. So. Morgen Darthnex, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt die ganzen Leute hier nicht gefragt, ob die mir irgendwas geben oder sowas. Vielleicht wäre das eigentlich auch noch interessant, mal mit den Leuten zu sprechen. Aber um ganz ehrlich zu sein, will ich eigentlich die Kämpfe machen. Was ist das hier? Warteräume? Diese Damen da hinten, die beschimpfen sich ständig. Du denkst bestimmt, die verstehen sich überhaupt nicht. Aber in Wahrheit würde die eine keinen Schritt ohne die andere machen. Ah, Ommis. Allmann-Ommis. Du wirst es dir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich war eine starke Trainerin. Ich war die stärkste Schönheit, die es weit und breit gab. Und? Glaubst du mir etwa nicht? Nein, ich bin nicht so wie die Angeberin hier neben mir, wie die Angeberin hier neben mir. Ich habe wirklich Talent. Das werde ich dir beweisen. Ich kann deinen Pokémon Spezialattacken beibringen, die auch noch niedlich sind. Aber das kostet eine Kleinigkeit. Dafür möchte ich von dir Gewinnpunkte haben. Schön, schön, sehr gut. Welche Attacke soll ich ihnen beibringen? Oh, wo ist Geowurf? Wo ist Traumfresser? Süß. Oder wie hat die das genannt? Niedlich? Wie auch immer. Halt, wo ist Traumfresser? Eine Attacke, die. Meine Fresse. Mega-Hieb. Steinhage, Konter, Donnerwelle, Schwerttanz. Die sind alle nicht mal ganz so geil. Was denn? Was denn? Du musst doch nicht gleich. Wenn du sehen willst, wie talentiert ich bin, dann komm wieder. Jederzeit. Okay. Auch wenn es schwer zu glauben ist, ich war mal eine grandiose Trainerin. Ich hatte den Ruf einer unschlagbaren Schwimmerin. Das ist wahr. Wie bitte? Du glaubst mir nicht. Ich bin nicht so närrisch wie die da drüben. Ich habe wirklich Erfahrung. Das kann ich dir gerne beweisen. Ich kann deinen Pokémon starke und schöne Attacken beibringen. Aber das kostet dich etwas. Bringe ich deinen Pokémon etwas bei, bekomme ich von dir Gewinnpunkte. Schön, schön, sehr gut. Welche Attacke soll ich ihnen beibringen? Einigler, Schnarcher, Lehmschelle, Sternschauer, Eissturm, Ausdauer, Psycho Plus. Kopiert Effekte des Gegners und gibt. Ah, okay. Eishieb, Donnerschlag, Feuerschlag. Nö. Also brauchen wir auch wieder alles nicht und wir haben gar nicht die Gewinnpunkte dafür. Ich mag die zwei, sagt Anka. Ich finde die witzig, ja. So. Als ich noch ein junger Spund, ein Teenager war, waren diese Damen stark und wunderschön. Wir Trainer haben sie vergöttert. Und auch jetzt im Alter haben ihre Fähigkeiten nicht nachgelassen. Im Gegenteil, ihre Pokémon-Attacken sind einfach vollkommen. Aber trotzdem denke ich, die Zeit ist grausam. Wow. Sad. Gut. Also in den kleinen Häusern befinden sich wohl teilweise Leute, mit denen man auch sprechen kann. Was? Warum stehst du hier so alleine? Ich glaube, ich bin das Eins gewesen hier, das lieber angelt als kämpft. Warum auch immer. Wie? Hier kann man gar nichts fangen? Was für eine Enttäuschung. Oh boy. Okay, gucken wir uns einfach hier den nächsten Kampftyp an. Hier ist die Kampffabrik. Hier gibt es die härtesten Pokémon. Okay. Genau.
wo ihr Master Luxe wollte, dass ich Predictions mache, wenn ich hier hingehe. Hier wird die Intelligenz der Trainer auf die Probe gestellt. Willkommen in der Kampffabrik. Ich begleite dich beim Einzelwechselkampfturnier. Möchtest du dich der Herausforderung des Einzelwechselkampfs stellen? Einzelwechselkampf. Im Einzelwechselkampfturnier werden Einzelkämpfe mit Leih-Pokémon ausgetragen. Zunächst suchst du dir 3 Leih-Pokémon aus, danach stellst du dich mit diesen den Herausforderer. Gewinnst du, darfst du eines deiner Leih-Pokémon austauschen. Wiederhole diese Schritte, wenn du 7-mal in Folge gewinnst, erhältst du Gewinnpunkte. Wenn du die Herausforderung unterbrechen willst, speichere das Spiel. Speicherst du nicht, wirst du disqualifiziert. Okay, das ist der nächste, das ist das nächste Format, in dem wir kämpfen. Prediction. So. Vorhersage starten. Kraft Kirill. Die Kampffabrik. Wie immer beim ersten Versuch die Fragestellung. Yay or nay? 5 Minuten. Wir werden brauchen. Wir werden Zeit brauchen, um die Vorhersage in Erfüllung zu bringen. So. Zum Kampf fordern. Auf welcher Stufe möchtest du teilnehmen? Level 50 oder offene Kämpfe? Level 50. Fordere dich der Herausforderung, stellst du das Spiel speichern. Klar. Jemand hat mit 10 Punkten gegen mich gewettert. Da ist jemand nicht so zuversichtlich. Andererseits ist er auch nicht so zuversichtlich, er oder sie, nicht so zuversichtlich, dass ich nicht gewinne, dass er viele Kanalpunkte setzt. So. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer scheint keine Vorlieben für einen bestimmten Typ zu haben. Sein favorisierter Kampfstil, frei und bedenkenlos. Ach cool, es ist ein Kind. Ich wette, Trainertyp ist irgendwie Ninja-Jung ist oder so. Wir nehmen deine Pokémon in unsere Obhut. Dann kannst du dir aus einer Anzahl an Pokémon ein paar von uns ausleihen. Okay, der hat keinen... Er möchte nicht... Ja, geil. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Auswählen drücke, ob ich direkt... Ob das direkt, ausgewählt wird. Und den roten Text kann man basically gar nicht lesen. So, aber wir haben aktuell Zobiris, Lombrero, Libiscus, Smogon, Ukano, Duflor. Boah. Ich würde tatsächlich Zobiris mit ins Team nehmen, einfach weil Zobiris keine Schwächen hat. So, das wäre... Ah, guck mal. Man hat die Berichte, kann ich... Und ich kann durchschalten, ach. So. Anders. Wir haben, Zobiris mit Schattenglas, mit Finte, Konfusstrahl, Abschlag, Mogelhieb. Lombrero mit Aquawelle, Mogelhieb, Durchbruch, Absorber. Libiscus mit Bitterkuss, Anziehung, Taucher, Regentanz, das würde ich eher nicht nehmen. Ah, das Smogon Smite Sprite ist ja cool. So. Smogon mit Schlammbad, Rauchwolke, Folterknecht und Dunkelnebel. Zobiris ist schon mal keine schlechte Wahl, sagt Darthnix. Oh, da hat jemand aber. Jemand hat jetzt über 1000 Punkte für Ney gesetzt. Ukano, Flammenrad bis Brüller Agilität. Pflanze hier, Duflor mit Blättern und Säure, Stachelspore, Mondschein. Okay, Zobiris würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Bei den anderen bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Vielleicht tatsächlich Lombrero. Weil gut Coverage. Und dann, weiß ich nicht. Fukano? Aber Fukano, ich will eigentlich nicht, ich will nicht Lombrero und Duflor nehmen. Unlicht decke ich aber schon mit Zobiris ab. Ja, dann wohl, halt typentechnisch, bleibt nur noch Smogon übrig mit Gift und Eis. Dann hat man zwar Unlicht auch nochmal, aber das ist halt so. Weil Folterknecht macht ja auch keinen Schaden, wenn ich mich richtig erinnere. Dann würde ich sagen, Zobiris, Lombrero und Smogon wäre jetzt meine Entscheidung. Lai? Ja. Zobiris, Lombrero und Smogon hätte ich jetzt. Wäre jetzt so meine Einschätzung.
So, ich lade, ich warte mal noch einen Moment, ob irgendwer von euch irgendwie, also ich warte die nächsten 4 Sekunden oder so ab, ob irgendwer von euch einen Kommentar hat, ob ich jetzt ganz dringend hätte ein anderes wählen müssen, weil das voll die krasse Attacke hatte. Schaut aber nicht danach aus. Okay, dann jetzt habe ich den die Prediction so lange angesagt, dass jetzt dass ich jetzt eigentlich warten müsste, bis der Kampf anfängt. Aber egal, wir gehen jetzt rein. Hat jetzt niemand Kritik geäußert an unserem Team. Also fangen wir los. Bitte hier entlang. Oh Moment, es ist die Kampffabrik. Die machen Pokémon in dieser Fabrik, um zu gucken, ob die gut sind oder nicht. Und lassen uns dann die quasi testen. Boah, das ist ja quasi Wissenschaft. Ja, widerlich. Mach dich bereit für meine Fuchtler. Also, der sieht mir aber aus, als hätte er Gestein als Favorit. So, der Kampf beginnt. Die Prediction ist durch. Wer auch immer 1500 Punkte gegen mich gesetzt hat, wird vermutlich recht haben. Ruin-Maniac Anton setzt Griffel ein. Griffel ist ein Pokémon, das Normaltyp hat. Das heißt, entweder haben wir irgendwas mit Kampf. Nein. Wir könnten halt den Mogelieb reinkriegen. Einfach. Das wäre schon mal was. Genau. Darthnex hat absolut recht, immer mit Mogelieb anfangen. Griffel schreckt zurück. Jetzt ist halt die Frage, wechseln wir auf Lombrero mit dem Durchbruch. Macht Durchbruch viel Schaden, ich weiß es nicht. Ah ne, ich bin blöd, ich verwechsel das mit, das hat ja gar keinen Step, ich verwechsel das mit Kapilz. Dennoch, Kampf ist gut gegen Normal. Und ich glaube, unsere anderen Attacken jetzt nicht unbedingt, oder? Das macht Finte. 60, zieht den Gegner an und trifft mit Sicherheit, okay. Und Abschlag schlägt das Item weg. Wir könnten jetzt halt gucken, dass wir vorbereiten. Ja, genau. Darthnex hat dachte dann auch dasselbe wie ich, dass wir dann... weil wir davon ausgehen können, dass hier Items eingesetzt werden. Weil das hier alles so ein bisschen kompetitiv aufgebaut ist. Und die Gegner vermutlich auch Leih-Pokémon haben. Dass es sich lohnt, das zu machen. Er heißt Seitenschal, das verstärkt Normalattacken, glaube ich. Gut. Jetzt entweder halt Schaden machen oder das Verwirren in der Hoffnung, dass es selber sich Schaden gibt. Da würde ich tatsächlich auf Verwirrung gehen. Es hat keine Wirkung auf Zubiris. Sehr gut. So, dann müsste Griffel jetzt verwirrt sein, dann können wir es mit Schlägen kaputt hauen. So, dann können wir einfach Finte einsetzen, dann passt das schon. Sag mal, so Attacken, die sagen, dass sie immer treffen, wie Aero, Ass oder Finte, sind die auch bei Verwirrung hilfreich? Also treffen die auch bei Verwirrung immer, wenn das eigene Pokémon verwirrt ist, oder ist das was anderes? Bibor wird in den Kampf geschickt und ich darf nicht auswechseln. Ist das irgendwie so ein Ding, dass bei Online-Kämpfen nicht ausgewechselt werden darf, wenn das neue Pokémon reinkommt? Ist was anderes, okay. Darf nix. Okay. Joa, fangen wir mit Abschlag an, nicht? Setzt Verfolgung ein, er ging davon aus, dass ich wechseln würde. Okay. Hab ich aber nicht. Item geht weg. Entreißt Scope-Linse. Ich weiß nicht, was Scope-Linse ist, aber das ist auch egal. So, Bibor setzt Agilität ein, es ist schneller als ich. Das ist aber nicht so schlimm, weil es kriegt. Und Bußstrahl. Und ist jetzt verwirrt. Ich habe kein Feuer-Pokémon mitgenommen. Ich glaube, die anderen Attacken, die ich als Coverage habe, helfen auch nicht gegen Insekten-Pokémon. Von daher denke ich, dass ich einfach hier bei Zubiris bleibe an der Stelle. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas länger dauert, aber vielleicht haut es sich selbst auch einfach oft genug, genau, dass das nicht so schlimm ist. Richtig. Und das heißt, mit Finte dürfte das jetzt down gehen. Sehr gut.
Sehr gut. Kadabra. Kadabra ist Psycho, kann gegen mein Zubiris nichts machen. Oder? Weil Zubiris Unlicht ist, müsste das ja quasi neutral. Ja, warte, ich schaff's gleich. Immun gegen Psycho-Attacken sein. Oh, und unsere Attacken sind sehr effektiv gegen Kadabra. Kommt noch dazu. Krummlöffel. Was ist Krummlöffel? Ich wette, es verstärkt Attacken von Kadabra, aber was für Attacken? Umlicht ist immun gegen Psycho und sehr effektiv gegen Psycho. Ja, das heißt, wir haben... Wir machen schon gut mit dem... Mit dem Zubiris. War tatsächlich, da hatten wir Glück, dass wir das gezogen haben. Das ist im Endeffekt Limited Format. Okay, versteckt Psycho-Attacken generell, alles klar. Ich dachte, es ist irgendwie ein Pokémon-spezifisches, also halt eins, das ist spezifisch für Kadabra, ein Item, das die Attacken von dem versteckt. Wir haben den Ruin-Maniac besiegt. Es ist schwer zu verlieren. Okay. Vielen Dank für deine Teilnahme, die Pokémon sind gleich wieder topfit. So, erste Runde geschafft. Der zweite Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ja, bin ich. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer scheint keine Vorlieben für einen bestimmten Typ zu haben. Sein favorisierter Kampfziel, den Gegner gleich zu Anfang schwächen. Ich wette, wenn ich jetzt auf Ja drücke, kann ich gleich noch aussuchen. So. Ach so. Oh. Wenn ich jetzt... ich weiß nicht, ob ich dann ein zufälliges krieg. Aber unsere Pokémon waren eigentlich auch alle... Also ich habe nur mit Zubiris gekämpft. Das heißt, Zubiris wird nicht ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob die... Ob es sinnvoll ist, keine Ahnung, Smogon zum Beispiel auszutauschen, in der Hoffnung, was Besseres zu kriegen. Aber ich glaube, ich tausche nur gegen die gegnerischen Pokémon. Der hatte... eine Feuerattacke wäre eventuell doch praktisch. Ja, dann würde ich sagen, tauschen wir Smogon aus. Was heißt denn Wechsel? Wait. Abbruch. Wechseln beenden. Oh, nein. Oh. Okay. Pech. Ich habe, also das System, das, ich verstehe nicht ganz, wie das mit dem Aufbau ist. Und wenn man B drückt, kommt man nicht in das Menü zurück, wo man vorher war, sondern halt ganz raus. Das ist blöd. So. Pokémon sind so cool. Egal, wir schaffen es mit Zubiris jetzt auch als letztes. So, den Kampf direkt am Anfang beenden, ist glaube ich das, was der gesagt hat. Illumise, unvorteilhaft. Ich würde den Mogelhieb noch reinholen. Und dann... Ah ne, Zubiris hat keine Schwächen. Hö. Wait. So. Schwächen, genau. Nicht den Kampf da am Anfang. Auf jeden Fall Mogelhieb reinholen. Unlicht ist nicht effektiv gegen... Käfer. Ich würde trotzdem den Abschlag eben... reindrücken. Okay. Lützibäre. Okay. Wir können genauso gut auch einfach die ganze Zeit... Ach, Wunschtraum halt nächste Runde. Okay. Alles klar. Gut, dann verwirren wir es jetzt erstmal und dann wechseln wir gegen irgendwas aus, was... Wir haben aber nichts, was gegen Insekten hilft, ne? Hat Illumise noch einen Zweittypen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden einfach weiter mit Zubiris angreifen müssen in dem Fall. Okay, Wunschtraum halt jetzt. Was? Nein. Was? Nein, Seelenfisch. Wir haben jetzt Lombrero mit, weil es ist sogar schwach gegen Insekten, wenn ich mich richtig erinnere. Achso, nein, kein Zweityp. Okay, sehr gut. Und wir haben Smogon. Ich bin mir nicht sicher, ob Eis gegen Käfer gut ist oder Gift oder so. Ist Dunkelnebel überhaupt eine Attacke, die Schaden macht? Nö. Erzeugt dunklen Dust, löscht alle Statusänderungen. Okay, also. Die Eisattacke macht keinen Schaden. Ja, dann greifen wir einfach weiter mit Zubiris an. Wir haben es ja jetzt verwirrt.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte das jetzt sich selbst auch Schaden machen, dann passt das schon. Silberhauch. Okay, vielleicht sollten wir doch wechseln. Feuer, Flug und Gestein sind die Schwächen von Käfer, okay. Ja. Die Frage ist, wechsle ich jetzt oder lasse ich... Nee, ich wechsle, denke ich. In Smogon vielleicht. So. Lumisee ist nicht mehr verwirrt, das ist unvorteilhaft. Das rechte Hand ein, ja witzig. Ist nicht in einem Doppelkampf. Gut, dass du das... Warte. Wenn ich jetzt Folterknecht einsetze, kann es nur rechte Hand einsetzen, oder? Fuck. Nein. I made a huge mistake. Jetzt kann es nur noch... Ah, nee. Ich verwechsel es mit einer... Nee, mit welcher Attacke verwechsel ich das? Welche Attacke ist... Du kannst nur... mit der letzten Attacke treffen. Zugabe. Ah. Oh, well. Passiert. Ja, wer auch immer auf Nein gegestert, wird vermutlich recht haben bei diesem Kampf. So wie der läuft. Was macht Folterknecht dann? Ich weiß, ich habe das wahrscheinlich gerade im Bericht sehen können, habe ich aber nicht. So. Oh, hi, Volterball. Haben wir irgendwas Sinnvolles gegen Volterball? Ich glaube nicht. Boden. Ja, soweit war ich auch schon, aber wir haben keine Bodenattacke. Und die ganzen anderen Sachen. Also, Lombrero ist schwach gegen Dings. Und Zombiris ist fast down. Also so richtig geil haben wir jetzt hier nichts. Volterknecht, Dunkelnebel, Rauchwolke. Ja, nee, wir sind down. Volterball setzt einfach Walzer ein, RIP. Rauchwolke, sagt Darfnix. Okay, dann setzen wir Rauchwolke ein. Oh, oh, wir könnten Glück haben. Wir könnten Glück haben, das letzte Pokémon von ihm ist, ist vielleicht nicht so... Jetzt, ah, oh, Darfnix. Gar nicht schnell genug. Genauigkeit von Volterball sinkt. Naja. Volterball wurde durch Gift verletzt. Wenn das letzte Pokémon von ihm schwach gegen Pflanze oder Wasser ist, haben wir gewonnen. Oh, Smogon. Smogon hält das einfach aus. Krass. Krabi. Das ist gut. Wir können Absorber einsetzen. Aber erstmal Schlammbad. Smogon wehrt Bodenattacke mit Schwebe ab. Sehr gut. Boah. Okay, Smogon rettet uns. Aber wir werden vermutlich trotzdem Smogon rausschmeißen müssen, weil es die weniger guten Attacken hat. Setzt Krabhammer ein. Okay. Wir wechseln gegen Lombrero ein und ziehen mit Absorger. Absorber den Rest des Kampfes auf unsere Seite. Mogelhieb, bevor wir mit Absorber anfangen. Sehr gut. Genau. Dann Absorber. Hallöchen, geht's euch allen gut? Lange nicht reingeschaut, aber nice zu sehen, dass das noch alles läuft. Ja, From Outer Space Gaming, uns geht's soweit gut. Ich habe immer noch, ich krieg das nicht hin, Thumbnails regelmäßig zu machen. Das heißt, die VODs auf YouTube kommen niemals online. Aber ansonsten geht's gut. Verliere ich, ist das auch cool. Guter Verlierer. So. Vielen Dank für deine Teilnahme. Deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Okay, aber jetzt tauschen wir Smogon tatsächlich mal aus. Thumbnail-Stream. Ja, wenn das alles hier vorbei ist, wird ein Thumbnail-Stream kommen, richtig. So. Also wenn das Postgame vorbei ist und wenn ich von Professor Kastan endlich gesagt bekommen habe, wie das mit dem DS aussieht und so. So. Die Gegner gleich am Anfang schwächen. Möchtest du den... Ja, ich möchte ein Pokémon tauschen. Ich möchte Smogon loswerden. Das ist mir... Was ist Neuwahl? Ah, oh mein Gott, ist die Übersetzung Müll. So, ich kann ein Pokémon tauschen. Wenn ich hier drauf drücke, habe ich die Möglichkeit, den Bericht von dem Pokémon zu sehen, dieses Pokémon auszutauschen, also das zu wählen,
für den Wechsel. Oder Neuwahl. Und Neuwahl ist ein anderes Pokémon zum Auswechseln. Ich nehme jetzt Smogon raus, weil Smogon halt... Klar, wir hatten jetzt Glück mit den Schlammbad, aber die anderen Attacken sind alle so ein bisschen meh. So, was haben wir? Illumisee, Krabi und Voltoball. Habe ich keinen Bericht? Geil, ich habe keinen Bericht davon. Anstatt da an zu abbrechen zu schreiben, wie sonst auch. Genau, sehen wir. Absolut korrekt. Und hier halt auch Wechsel, Pokémon und Abbruch. Wobei Abbruch kein... nicht aussieht wie eine Option. Und ich kann die auch nicht auswählen. Ah doch, hier kann ich die auswählen. Aber... Ah, komme ich dann, wenn ich hier drauf drücke? Aha. Wow, ist das Müll. So. Genau, ich will Smogon wechseln. Aber diese Pokémon haben keinen Bericht. Erinnert sich einer noch daran, welche Pokémon von denen gut waren? Illumisee hat uns ein bisschen in den Arsch getreten, aber primär, weil Illumisee halt, Illumisee hat uns in den Arsch getreten, weil es Wunschtraum hatte. So, also es hat die ganze Zeit sich selbst und andere gegnerische Pokémon geheilt. Krabi ist halt Wasser. Voltoball wäre halt gegebenenfalls, wenn ich wüsste, ob es eine Elektroattacke hat, sinnvoll. Krabi hatte eine Bodenattacke, Voltoball hatte Walzer, genau. So. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir uns einfach Voltoball für den Walzer, weil Walzer uns halt gegebenenfalls sehr hilfreich sein könnte. Oder halt... Das Ding ist, mit Krabi hätten wir halt doppelt Wassertyp. Das will ich, da will ich nicht... Will nicht schwach gegen Elektro sein, nur weil wir... Voltoball ist halt sehr schnell. Alles klar, dann wählen wir Voltoball. Dann tauschen wir ein ballförmiges Pokémon gegen ein anderes ballförmiges Pokémon aus. So. Mal gucken, ob das eine gute Entscheidung war. Ich bin die Nummer 1. Du bist kein Rivale. Gegen ihn haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft. Hab ich das Gefühl. So. Eine Herausforderung. Pokémon-Sammler Arnie. Pokémon-Sammler Arnie wird Parasect in den Kampf schicken. Das ist ein... Gut, dass wir... Nein. Der Mogelhieb. Nicht den Mogelhieb vergessen. Wer ist es denn? Genau, Parasect wechseln wir... Gegen Parasect wechseln wir Voltoball ein. Haben wir nämlich direkt den Walzer gegen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Parasect nämlich Insekt. Parasect setzt Blitz ein. Oh, unvorteilhaft. Genau, wir haben Funkensprung, Kreideschrei, Lichtschild und Walzer. Hm. Oh well. Ja, Voltoball trifft nicht. Käfer, Pflanze, Walzer trifft nicht mehr so gut. Ja, das ist klar, aber das ist das Beste, was wir aktuell dagegen haben. Von daher. Gucken wir einfach mal. Statik von Voltoball paralysiert, Parasect, sehr gut. So. Aber es ist zumindest von meiner Erinnerung das Beste, was wir gegen Parasect jetzt haben. Oh nein. Voltoball ist verwirrt. Voltoball setzt Walzer ein. Nein, schade. Parasect ist verwirrt, das kann ich angreifen. Funkensprung macht nur Paralyse. Das heißt, wir machen einfach Walzer weiter. Oder haben wir... Weil ich glaube... Darthnex schlägt Austausch vor. Dann ist die Frage, wogegen. Bei Parasect ist Käferpflanze. Und wir haben nichts, was direkt gegen diese Typen hilft. Und Aquawelle, das wäre halt... Nee. Durchbruch, Absorber. Ja, dann wohl zu Biris. Mogelhieb hatten wir schon. Das heißt, wir können jetzt nicht nochmal Mogelhieb einsetzen. Ach klar, wegen dem Psystrahl ergibt das Sinn, dass wir nicht haben. Machen wir Abschlag. Was doch klar. Ach, Mogelhieb ist immer auch beim Wiedereinwechseln. Oh. Ich hatte im Kopf, dass das immer in... Ja, Seelenfisch, genau. Immer in der ersten Runde des Pokémon. Ich ging davon aus, dass es da... Also, die erste Runde im Kampf, nicht wenn es wieder eingewechselt wird. Aber, gut zu wissen. Dann,
dann werden wir das in Zukunft auch dann machen. So. Aber das bekommen wir jetzt schon hin, gegen das Parasekt zu gewinnen. Okay, vielleicht auch nicht. Mein Gott, Adlerauge rettet hier die ganze Zeit zur Biris-Genauigkeit. Dafür trifft es halt nicht. Und sehr dafür greift es halt einfach wegen Paralyse nicht an. So. Finte, damit sollte Parasekt down sein. Wir gehen endlich zum nächsten Pokémon. Okay. Maskeregen? Noch ein... Was haben die alle mit ihren Insekten-Pokémon? Was soll das? Käferflug. Ja, hätte Volteball mal eine Elektroattacke, was? Haben wir irgendwas, was gegen Flug hilft? Ich glaube nicht. Funkenflug? Aber das ist doch, Funkensprung macht doch... Ach so, doch, Funkensprung kann... Mit welcher Attacke verwechsel ich das dann schon wieder? Tausch mal Volteball ein, hoffen, dass es nicht direkt stirbt. So. Oh. Das sieht nach einer starken Attacke aus. Oh, damn. Ja, nee. Wir versuchen's. Wir sind schnell. Schnell genug, um das zu machen. Ja, Volteball geht jetzt down wegen, ja. Aber das ist in Ordnung. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Und jetzt können wir zu Biris mit Mogelhieb. Oder Lombrero mit Mogelhieb. Die Frage ist halt, brauchen... Ja doch, zu Biris ist immer noch besser, glaube ich. So, und jetzt sagt ihr, Mogelhieb gilt auch jetzt. Lombrero hat Schwächen. Ach klar, ja, Pflanze, natürlich. Genau, Mogelhieb reingekriegt, Maskeregen schlägt zurück. Und jetzt... Finte. Sopiris ist bereits paralysiert. Ja, sorry. Okay. Gut, Maskeregen ist down. Griffel wird eingesetzt. Gegen Griffel können wir Dings einwechseln. Lombrero. Aber noch... ergibt es denn jetzt schon, Lombrero einzuwechseln oder versuchen wir... Wir machen erstmal Abschlag. In der Hoffnung, dass wir halt irgendwas Sinnvolles davon dann wegpacken. Ja, und Konfusstrahl auch, machen wir auch. Seidenschall, sehr gut. Dann haben wir die normale Attacken geschwächt. Kratzfurie hat keine Wirkung auf Zubiris. Ach, wegen Geist. Klar, nee, dann bleiben wir mit Zubiris drin, weil dann hat Griffel wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, uns anzugreifen. Griffel wird vermutlich keine Angriffsattacke haben, die einen anderen Typen hat als normal. Zubiris ist paralysiert, das kann nicht angreifen. Das ist in Ordnung, Zubiris, alles ist gut. Griffel kann dich auch nicht angreifen. Griffel kann jetzt nur noch sich schneller machen. Und versuchen, dich mit Kratzfurie anzugreifen, aber es hat keine Wirkung. Griffel ist nicht mehr verwirrt, ja, dann setzen wir wohl gleich Konfusstrahl ein. Boah, also Griffel gegen dieses Zubiris? Schlechte Karten. Wirklich, wirklich schlechte Karten. Setzen wir nochmal Konfusstrahl ein? Oder wir greifen es jetzt einfach an. Es kann einfach nicht. Boah, Alter. Zubiris macht richtig... dieses Griffel einfach nur fertig, ne? Nein, Griffel. Griffel setzt nicht Kratzfurie ein. Oh. Macht mich fast schon traurig. So, sehr gut. Wir haben Pokémon-Sammler Arnie besiegt. Das ist der dritte Trainer, den wir besiegt haben. Und ich glaube, der hatte keine Pokémon, die wir mitnehmen wollen. Tatsächlich. Wie vielte Kampf ist das? Bin eingeschlafen. Der dritte war das. Das will ich nicht akzeptieren. Vielen Dank für deine Teilnahme. Die Pokémon sind gleich wieder topfit. Ich glaube, wir brauchen nicht austauschen. Weil der hatte... Ich kann mir das ja angucken. Ich werde ja nicht aus Versehen meine Pokémon austauschen. Wenn überhaupt, werde ich aus Versehen doch nicht tauschen. So, der nächste Gegner. Der Trainer scheint keine Typen... Ja, okay. Sein favorisierter Kampfstil frei und bedenkenlos. Okay, also nichts Hilfreiches. Genau.
Ich würde... Eigentlich sind die halt alle gut. Ich möchte mir aber nochmal anschauen, welche Pokémon der hatte. Der hatte nämlich Parasek, Griffel und Maskeregen. Ich würde sagen, wir wechseln nicht. Unser Team ist soweit eigentlich ganz gut aufgestellt. Feuer wäre halt immer noch besser. Wird ja immer noch generell gut, aber naja. Ich möchte lecker Wasser geben. Also manchmal die Sprüche, ne? Eine Herausforderung von Angler Sven. Tyrakrok wird von Angler Sven in den Kampf geschickt. Tyrakrok, cool. Ich weiß nicht, welchen Zweitschippen das hat, aber es ist auf jeden Fall Wasser. Das heißt, erstmal Mogelhieb rein, Abschlag rein, Konfusstrahl rein. Nur Wasser, okay. Und dann wechseln wir in... Oder wir wechseln halt nicht, weil Zubiris wieder alles wegtankt. Wir haben Scoplins entfernt, jetzt machen wir Konfusstrahl. Tyrakrok setzt... Oh, es kann Zubiris treffen. Aber es kann nur die Initiative senken, also nichts wirklich Sinnvolles damit tun. Cool. Sehr gut. Tyrakrok ist verwirrt. Jetzt hauen wir einfach Tyrakrok weiter. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Zubiris ist eh so langsam. Okay. Cool. Also Zubiris, bisschen OP. Zumindest in diesem Format. Mit diesen Attacken. Ich weiß gar nicht, ob die Pokémon in den Kampfzonen, also die Leih-Pokémon jetzt hier, ob die EV-DV trainiert sind, also optimiert quasi, oder ob das einfach nur, also ob die auch random Werte haben. Hallo Reptine. Abschlag, I guess. Als Durchbruch ein, das hat keine Wirkung auf so ein Virus. Oh mein Gott. Ey, 30 Blend. Was ist Blendpuder? Ich wette irgendwas, was die Genauigkeit senkt, was halt bei Zubiris eh nichts gebracht hätte. Reptine, du hast es gerade schon versucht. Das hat keine Wirkung auf Zubiris. Reduziert deine Genauigkeit. Ach, cool. Hilft halt nicht gegen Zubiris. Verdammte Scheiße. Kann ich dieses Zubiris nicht einfach behalten? Das wäre richtig gut. Warum hat keiner, als wir in der Höhle da vor Arena 2 waren, warum hat mir da keiner gesagt, ich bräuchte, wer ist es denn? Warum hat da keiner gesagt, boah, fang mal an Zubiris und benutzt das auch? Oder sind die ganzen Attacken da TM-Attacken? So. Also, wir haben Tyrakrok gesehen, wir haben Reptine gesehen. Und die waren beide eher meh. Pandia. Hallo Pandia. Pandia ist normal. Bisher hatten wir ganz gute Erfahrungen gegen normale Pokémon mit Zubiris, also machen wir weiter. Taumeltanz. Taumeltanz verwirrt Zubiris. Okay, das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Offenbar. Damit können wir vielleicht doch nicht leben. Zubiris ist bereits verwirrt, cool. So, Darknex schreibt, ich würde das nicht austauschen. Ich würde das auch nicht austauschen. Dafür ist es zu valuable gewesen. Irrschlag, es hat keine Wirkung auf Zubiris. Okay, vielleicht tauschen wir jetzt aus. Weil, also klar, ne? Abschlag und Konfusstrahl, schön und gut. Lombrero kann das mit einer Kampfattacke handeln. Kann das mit Durchbruch handeln. Jetzt Psystrahl ein. Okay, vielleicht doch nicht, je nachdem wie strong das jetzt ist. Okay, das ist in Ordnung. Hier ist Durchbruch. Fuck, ich hab Mogelhieb vergessen. Ah! Ich hab den Mogelhieb nicht reingekriegt. Schade. Lombrero, komm, du schaffst das. Ich glaub an dich. Danke. Bonk. Oh, es hätte so gut werden können. Es hätte ein Schlag werden können. Hätte der Abschlag mal funktioniert, dann hätten wir jetzt nicht... Dann wir setzen Taumeltanz ein. Lombrero ist bereits verwirrt. Lombrero ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein! Es greift an. Sehr schön. Okay, damit wäre Kampf 4 durch. Spieler besiegt Angler Sven. Das Wasser kannst du einkaufen.
Okay, Sven. Ist in Ordnung, Sven. Also, wir tauschen unsere Pokémon nicht aus. Der fünfte Kampf steht bevor, genau. Der Trainer ist ein Fachmann für den Pokémon von Typ Gift. Haben wir was gegen Gift? Nee. Nicht so richtig. Dann favorisiert der Kampf zielfrei und bedenkenlos. Okay, also wir haben Lombrero, Zubiris und Voltoball. Und der Gegner hatte ein Pandir mit Psystrahl. Vielleicht ist es sinnvoll, eines unserer Pokémon gegen das Pandir mit Psystrahl zu wechseln. Genau. Vermutlich Voltoball. Tatsächlich. Weil ich glaube immer noch, dass das Zubiris, also Zubiris wechseln wir nicht aus. Lombrero deckt, glaube ich, gut ab. Weiterhin mit Kampf, Wasser und Pflanze. Was halt alles Angriffsattacken sind. Voltoball hat halt Funkensprung und Walzer. Also, Lichtschild ist kein Angriff, ne? Nee. Ich denke tatsächlich, dass wir Voltoball gegen Pandia ausstrahlen. Auswechseln. Genau. Syracok greift ein Pandir. Ja, dann machen wir das jetzt so. Okay. Gut. Damit hätten wir zumindest in der Theorie was dagegen hilft. Mutter Natur ist mein Verbündeter. Mutter Naturkraft, sorry. Camper Malte. Camper Malte setzt Tentacha ein. Hätten wir mal Voltoball bald. Mogelhieb. Funk. Oh lol, warum ist der Mogelhieb so strong gewesen? Wickel, das ist nicht schlimm. Genau, gleich Konfusstrahl ebenfalls. Ist doch trotzdem Gift. Klar ist das trotzdem Gift, aber gegen Wasserhitze halt auch geholfen. So, Konfusstrahl. Setzt Säure ein. Zubiris wird vermutlich vergiftet. Oh! Warum ist das nicht sehr effektiv? Das heißt, wir brauchten gar nicht auswechseln. Zubiris handelt das alles schon wieder. Was ist hier los? Warum ist Zubiris so hart OP? Weil Gift auf Geist uneffektiv. Ah! Oh! Mein Gott! Zubiris macht die einfach alle fertig. Jetzt haut es sich einfach selbst. Ah, schade. Okay. Das heißt aber nicht, dass Zubiris nicht vergiftet werden kann, ne? Das heißt, also wir sind trotzdem, müssen trotzdem on guard sein. Okay, Tentacha. Schlurp wird eingesetzt. Schlurp ist größtenteils normal und hat wahrscheinlich dann Gift. Also ich meine zumindest, dass Schlurp normal ist. Und hat dann größtenteils dann vermutlich halt eine Giftattacke irgendwie mit bei. Okay, Zubiris sind 30 Citrobeere, das ist super. Schlurp setzt Slam ein. Es hat keine Wirkung auf Zubiris. Oh, Schlurp kann nicht verhindert werden. Krass. Also langsam tut mir das so ein bisschen leid mit den gegnerischen Pokémon und unserem Zubiris. Boah. Das ist nur Glück. Das ist ausschließlich Glück. Hätten wir irgendein anderes Pokémon gekriegt, würden wir es nicht schaffen, dieses Format zu machen. Ahoi, ja, die Typformel von Zubiris ist geil. Ja, zumindest früher, wo es halt keine Schwächen hatte. Mittlerweile ist es wahrscheinlich ein ganzes Stück genervt, dadurch, dass ich glaube, dass Fee dazugekommen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, dass das halt da einen Einfluss hatte. Fee-Schwäche, genau, eben. Also damit gibt es zumindest einen ordentlichen Konter, weil wenn ich mir das hier halt, diese Shitshow hier halt anschaue, wie Zubiris einfach jetzt den fünften Gegner zum wievielten Mal kaputt haut. Abschlag. Blättertanz. Was macht Blättertanz? Das ist nicht mal Blättertanz, das ist Blütentanz, verdammte Axt. Oh.
Zobiris hat Schaden genommen, ausnahmsweise mal. Okay, Persimbeere weg. Wir hoffen... Ah, Bisaknosp ist schneller als wir. Das heißt, Zobiris geht ausnahmsweise mal down. Was aber nicht weiter tragisch ist. Weil wir Dings haben. Von dir. Mit Tischstrahl. Genau, da ist nix. So weit war ich dann auch schon. Warum ist es verwirrt? Ach so, wegen Blättertanz. Ah, RIP. Warte, was ist Irrschlag? Egal, Psystrahl. Einfach Psystrahl hauen und gut ist. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Sehr gut. Blättertanz ist wie Drachenwut. Ja, du meinst Wutanfall. Oder? Ja, Wutanfall. Das von Rayquaza halt. Wachstum. Irrschlag ist eine normale Attacke, die zusätzlich verwirren kann. Ach so. Alles klar. Was sagst du gestern? Hast du dir den DS angeguckt? Vermutlich nicht, weil ich dich nicht nochmal daran erinnert habe, Baba. Daily Reminder. So. Okay. Damit haben wir den fünften Trainer besiegt. Das heißt, noch zwei Trainer und dann haben wir, darf ich die Prediction auflösen? Ich habe verloren mit Mutter Naturkraft? Sorry. Okay, unsere Pokémon sind gleich wieder topfit. Der sechste Kampf steht bevor. Machen wir weiter. Ich habe mich über deinen nächsten... Ich kann die beiden Tage tot heim. Oh, das tut mir furchtbar leid. Okay, alles klar. Du packst das schon. Ich glaub an dich. So, ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon von Typ Wasser. Ein favorisierter Kampfstil, frei und bedenkenlos. Okay, Bisaknosp, ja. Habe ich auch überlegt. Dann halt auch wieder Pandir loswerden. Also austauschen, weil Pandir halt nicht so krass hilfreich ist in dem Fall. Dann sind wir zwar für den nächsten Gegner gegebenenfalls halt mit Pflanzenschwäche gelockt, aber das ist egal. Was ist los? Ja, aber bezüglich halt nicht besonders guter Laune. Wir haben gestern, also ne, weil Professor Kastan tot heimkam. Ich hab, wer ist es denn? Wir haben einen Gardinenschiene angebracht im Wohnzimmer und haben ihn... ein Kabel von unserer Nachtspeicherheizung gebohrt und jetzt funktioniert die in der Küche nicht mehr. Es ist großartig. So, ich muss jetzt meine Vermieterin anrufen und der sagen, hi, wir haben schon wieder Scheiße gebaut. Weil wir letztens einen, was heißt letztens, vor einem halben Jahr oder sowas haben wir auch den, die elektrischen Rollläden aus Versehen kaputt gemacht. Da stand ein Stuhl drunter, zu nah dran und dann ist da was rausgeflogen. Ah, alles ätzend. So, Mogelieb, Abschlag. Lilip ist... Pflanze Gestein... Ist gar nicht Wasser, glaube ich. Pflanze Gestein oder so? Pflanze Gestein, ja. Was ist hier los? Der hat mich verarschen wollen. Der will mich sabotieren. Ja, Lilips Werte steigen, ist cool, ist in Ordnung. So, gut. Genau, ja, also, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie einen Elektriker ranholen und dass der da das Loch wieder aufmacht und dann alles ätzend. Okay, Finte. Jetzt machen wir weiterhin einfach mit Zobiris weiter, bis Zobiris down geht, weil es halt die ganzen anderen Attacken irgendwie vorher machen kann. Ah, warte, das war nicht sehr effektiv. Das heißt, vielleicht wechseln wir doch auf... Wir haben gar kein Pokémon, das sehr effektiv gegen Pflanze Gestein ist. Weil Wasser wäre nicht sehr effektiv gegen Pflanze und sehr effektiv gegen Gestein. Das wäre normal gegen... Wir haben Durchbruch! Seelenfisch hat absolut recht, wir haben Durchbruch! Jo, danke für die Erinnerung. Okay, Lombrero muss jetzt einfach diese Attacke hier aushalten. Was es nicht tut. Bei meinem Glück. Ganz knapp. Okay, erstmal Mogelhieb, dann... Ja, Lilip, ist gut. Warum steigen deine Werte die ganze Zeit? Erstmal Mogelhieb. Bonk. Oh, wow, Mogelhieb hat nichts gebracht. Aber egal. Dann Durchbruch.
hoffen, dass es nicht... Okay, nein. War eine schlechte Idee, auszuwechseln. Oh. Oh, no. Ich glaube tatsächlich, wir könnten jetzt down gehen. Wir sind gegen das erste Mon von dem noch nicht durch. Das ist zweimal passiert, okay. Dass Antikraft alle Werte gesteigert hat. Mogelieb. Ja. Bringt halt nichts, weil die Werte so hoch sind und Lilip. Okay, aber jetzt, also jetzt sind wir raus quasi. Lilip blitzt einfach Konfusstrahl ein. Noch besser. Cool, dann hoffen wir, dass Bisaknosp eine Attacke hat, die halbwegs in Ordnung ist. Ah, danke Zubiris. Hilft zwar nicht viel, aber egal. Setz nochmal Antikraft ein, damit ist Zubiris down. Und Bisaknosp kommt rein. Und wir hoffen, dass es Attacken hat, die hilfreich sind. Vielleicht hat das ja irgendwie eine Wasserattacke gekriegt. Blättertanz, Wachstum, Zornklinge, Lockduft. Geil. Es kann nur Blättertanz machen. So, also hilft ja auch nicht. Nichts anderes ist jetzt sinnvoll. Quasi. Es setzt Verwurzler ein? Was ist Verwurzler? Pflanzt seine Wurzeln. Es heilt sich aus dem Boden. Ja, krass. Okay, Blättertanz. Wir müssten eine Persimbeere auf Bisaknosp haben. Das dürfte jetzt also nicht verwirrend sein. Zornklinge ist effektiv, sagt Seelenfisch. Na, normal effektiv halt. Okay. Das ist jetzt natürlich, wäre die hilfreich. Glück gehabt, dass Verwurzler nicht früher eingesetzt hat, definitiv. Alter. Okay, es hat ein Fokusband, das ist in Ordnung. Aber ihr setzt Abschlag ein. Nein! Ah, Dreck! Das ist jetzt natürlich äußerst unvorteilhaft. Oh, der hat genau die Runde, bevor wir... ne? Warte, jetzt ist aber nichts von dem, was wir jetzt... Das ist eigentlich nur Blättertanz effektiv, oder? Weil, okay, egal. Wir setzen jetzt... Wir hoffen jetzt, dass es mit Zornklinge durchkommt. Genau. So. Und das letzte ist Perlu. Perlu ist ein Wasser-Pokémon. Die Frage ist, versuche ich jetzt Blättertanz einzusetzen oder warte ich damit, bis es mit der... Blättertanz ist halt strong. Glaube ich. Ganz. Ja, Professor Gastan. Ah, guck mal. Perfekt. Wir haben Glück gehabt. Es ist nämlich gerade jetzt nicht mehr verwirrt. Es setzt Eisenabwehr ein. Das... Okay, es erhöht die Verteidigung zwar stark, aber das ist egal, weil es läuft über Spitz. Boah, das war knapp. Oh, war das knapp. Ich weiß nicht, wer ich bin. Du bist Matrose, Uwe. Okay. Letzter Kampf. Der siebte Kampf steht endlich bevor. Ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer sieht keine Vorlieben für einen Typen zu haben. Okay. Ein favorisierter Kampf zielfrei und bedenkenlos. Möchtest du vor dem Kampf ein Pokémon tauschen? Ich gucke mir mal an, was die... Andererseits, Bisaknosp ist ziemlich stark mit Dings. Ganz ehrlich, hatte der... Der hatte jetzt nichts, was wir unbedingt hätten mitziehen müssen. Glaube ich. Ich würde jetzt mit dem Team reingehen, auch wenn das gegebenenfalls halt... Genau, ich tausche gegen Gegner, sagt das dann richtig. Dann Lilip statt Bisaknosp. Meinst du? Weil Zubiris bleibt auf jeden Fall drin. Lombrero gegen Loturzel. Lombrero meinst du? Aber... Ah, ich bin mir da nicht sicher. Loturzel hat halt drei Typen, die das abdeckt. Lombrero. Das hat halt Wasserkampf und Pflanze, das ist halt schon hilfreich. So, deswegen. Also, und klar, Bisaknosp hat halt auch die Schwächen von Pflanze. Hat aber halt auch Blättertanz, was halt strong ist. So. Okay, so unfassbar strong ist das gar nicht. Deren Härte bei jedem Treffer zunimmt.
Ja, dann hast du recht. Also ich habe jetzt erst gesehen, dass das Blättertanz gar nicht so unfassbar viel Schaden macht. Dann würde ich auch sagen, Lilip. So. Genau. Gut. Letzte Runde. Ich bin der Temposchubheld. Bist du das? Okay. Gut, Triathlet Winnie. Unduster. Das ist Unlicht. Damit, Mogelieb. Krass. Schutz. Oh, krass. Okay. Let's go. Ich würde trotzdem halt Abschlag und sowas dagegen einsetzen, um die Items loszuwerden und dann vielleicht auf Dings wechseln, auf Lombrero. Danke! Cool! Machen wir! Alter. Und Duster dachte sich auch, oh! Oh no! This did not go quite as planned. Okay, was kommt als nächstes? Botogel. Botogel ist Eis. Nee, es kann weg. Das ist das Wichtige. Es kann weg. Erstmal gucken, was Lilip eigentlich alles aussah. So, Gesteinpflanze, Antikraft, Säure, Verwurzler, Konfusstrahl. Oh, nichts davon ist. Doch, Gestein. Antikraft ist gegen Dings gut. Gegen. Ergibt schon Sinn, das einzuwechseln. Jetzt Geschenk ein. Lilip hat alle KP. Ha, geil. Hier ist Antikraft. Let's go. Oh nein, es macht Schaden. Bonk. Das ist nicht sehr effektiv. Welchen Typ hat Geschenk eigentlich? So, damit wäre Botogel dann auch down. Uff, normal. Okay, alles klar. Allerdings hat Lilip auch eine Einsprüche. Ja, Seelenfisch, ist ja egal. Hat's ja geregelt. Oh, warte, Lilip drin behalten ergibt vollkommen Sinn, nicht? Also nichts davon ist jetzt zwar effektiv gegen Minun, aber ich meine, durch Pflanze und Gestein dürfte Minun mit Elektroattacken nicht so gut durchkommen. Ah, hell yeah, unsere Werte steigen. Gut. Läuft. Jetzt Verwurzler. Okay, da ist nix. Alles klar. Oh, fuck. Nicht jetzt Verwurzler. Definitiv nicht jetzt Verwurzler. Mein Gott. Ich krieg hier nur Nachrichten geschickt. So, ich... Okay, cool. Ich muss auswechseln. Ach, es... Zugabe ist... Okay, gut. Das heißt also... okay. Alles gut. Nur angreifen wir halt mit Antikraft an. Ist ja nicht so, als hätten wir AP-Probleme jetzt gerade. Und damit wäre der letzte Kampf auch beendet. Wieder besiegt hier Athlet Winnie. Oh, nein, nein. Oh, herzlichen Glückwunsch, du hast 7 Wechselkämpfe gewonnen. In Anerkennung deines reichen Wissens und deiner Intelligenz geben wir dir diese Gewinnpunkte. Ah, schade. Aber ich habe nicht das Zubiris gekriegt. Ich gebe dir nun deine Pokémon zurück. Ich werde deinen Volk speichern. Bitte warte einen Moment. Okay. Schade. Möchtest du den letzten Kampffabrikkampf auf deinen Kampfzonenpass eintragen lassen? Ja, meinetwegen. So. Freuen uns auf deine nächste Herausforderung. Erstmal, ich vertraue dem Spiel nicht. Erstmal selber nochmal speichern. Und dann die Prediction auflösen währenddessen. / Prediction. Ergebnis wählen. Ich habe die Kampffabrik geschafft. Ja, das ist der richtige Punkt. Damit hat Darthnix 1594 Punkte gekriegt. Da, er hat 10 eingesetzt. Er hat nur 10 eingesetzt. So, das heißt also, er hat einen 150-fachen Gewinn gemacht, wenn ich das richtig rechne. Ja, genau. Krass. Er hat an mich geglaubt, genau.
So, dann holen wir uns, suchen wir uns die nächste Dings raus. Wir haben zwar nur noch eine halbe Stunde, also... Ah, nee, das ist der... Fuck, das ist der Ausgang. So, Zubiris for the win. Richtig. So, wir haben die Kampffabrik. Wir haben, was auch immer wir da als letztes hatten. Was ist das? Das ist ein großes Haus. Das ist auch wieder so ein Zuschauerraum, wie es aussieht. Ey, 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 ey. Ey, sprich mit mir. Was ist das für ein Ort? Er macht mir Angst. Ich bin nicht der Einzige, der gekidnappt wurde. Hallihallo, wenn du Neuigkeiten über die Kampfzone erfahren willst, bin ich die Nummer 1 für dich. Ich bin der Kampfzonen-Maniac. Nutze Sicherheit, du bist doch ein Trainer, oder? Ich werde dir die neuesten Neuigkeiten über die Kampfzone erzählen. Mal sehen. Scheinbar ist Kampfipitis im Moment der angesagteste Ort. Ich wette, das hier weißt du noch nicht. Einer der Top-Trainer, die Scott die Kampfkoryphäen nennt, ist hier. Ein sehr geheimnisvoller Trainer. Die Fipitistin, die hier alles leitet. Okay. Was für eine Überzeugungskraft. Niemand kann meinem Mentor darin das Wasser reichen. Was für ein Talent, Neuigkeiten aufzuspüren. Niemand kann meinem Mentor das Wasser reichen. Was für eine Beobachtungsgabe. Niemand kann meinem Mentor darin das Wasser reichen. Okay. Kampfipitis. Die Fipitistin. Okay. Gut. Ah, guck mal, da ist das Pokémon-Center, das ich den ganzen Tag gesucht habe letztes Mal. Wenn ich ein Restaurant eröffnen würde, würde meine Kasse klingeln. Richtig. Kämpfen wir nebenbei übrigens mit Ryu aus Street Fighter Leveln in Pokémon XD? Wer ist das? Ich erkenne dieses Gesicht nicht. Ich frage mich, ob sie heute Interviews mit starken Trainern ausstrahlen. Noch hat keiner mich angerufen. Nach solch anstrengenden Kämpfen brauche ich eine Verschnaufpause. Oder auch in Pausen denke ich über neue Strategien und Kombos nach. Ja, das ist Ryu. Aber was hat Ryu aus Street Fighter mit Pokémon XD zu tun? Egal, wollte nur ein Emote posten. Alles gut. Nur ich... Ryu leveln in Pokémon XD. Nee, ich verstehe dies nicht. Warum heile ich meine... Egal. Damit ich, wenn ich down gehe, hier wieder auftauchen. Nicht woanders. So. Items kaufen brauche ich entsprechend dann ja auch nicht. So, finden wir noch eine Arena, beziehungsweise einen Kampftypen. Da, guck mal, das ist doch was. Das ist der Kampfpalast. Schaut euch die Pokémon-Kämpfer an. Ich glaube, diesen Bereich haben wir noch nicht gekämpft. So, das Emote hat mit dem Satz nichts zu tun gehabt. Aber warum ist das dann mitten im Satz? Das ist ein Gedankenstrich. Das Emote hat nichts mit Leveln als Teil des Wortes zu tun. Ich kämpfe nebenbei übrigens mit Emote. Leveln in Pokémon XD. Feuer-Emote. Sprache, ne? Sprache ist keine Sache, die ich so wirklich gut kann. So generell nicht. Das ebenso mit Kappa, ne? Ihr könnt mir nicht erzählen, hier ist ein Emote mitten im Satz mit einem halt dann Bindestrich, weil es nicht aussieht wie ein Trennstrich und weil das generell halt nicht so eine Sache ist. So. Mit einem Bindestrich und dann und dann sind das zwei getrennte Sachen. Aber halt, ne, von wegen dieses Emote ist nicht so wichtig. Aber Kappa hat eine ganz wichtige Bedeutung. Also entweder ich muss auf alle Emotes achten oder ich muss nicht auf Emotes achten. Was denn nun? Ich sollte zum Psychologen gehen, das mal durchchecken lassen, weil ich glaube, normale Menschen verstehen das einfach. So. Psychiater ist die Arztform. Auf alle niemals. Doch, mit Sicherheit. Scheinbar ja schon. So. Oder niemals auf alle. Was? Was? Oh, jetzt ist es nochmal Sprache. Hör auf, lass mich. So. Hier wird das Herz der Trainer auf die Probe gestellt. Willkommen im Kampfpalast. Ich nehme Herausforderungen für die Einzelkampfhallen entgegen. Möchtest du dich der Herausforderung der Einzelkampfhallen stellen? Was sind die Einzelkampfhallen? So, Moment. The Broadcaster. Also verlagern wir den Stream nach Englisch und du kannst wieder Sprache. Ja, vielleicht.
Vielleicht könnte ich das. Möglicherweise wäre ich damit tatsächlich besser aufgehoben. So. Russisch können wir zum Beispiel nicht nutzen. Abgesehen davon, dass die Zielgruppe nicht groß genug ist, kann ich auch nicht gut genug Russisch dafür, um tatsächlich einen Stream am Laufen zu halten auf Russisch. So. Im Kampfpalast gibt es verschiedene Einzelkampfhallen für Einzelkämpfe. Die Einzelkämpfe verlaufen auf die übliche Weise. Es gibt eine entscheidende Regel, die es zu beachten gilt. Trainer dürfen ihre Pokémon lediglich in den Kampf rufen und zurückziehen. Ansonsten dürfen sie ihren Pokémon keinerlei Anweisungen geben. Die Pokémon sollen sich ihrem Wesen entsprechend verhalten und eigenständig kämpfen. Vertraue deinen Pokémon und achte auf sie. Schaffst du es, 7 Trainer in Folge zu besiegen, erhältst du von uns Gewinnpunkte. Willst du die Herausforderung abbrechen, musst du das Spiel speichern. Ja, ja, genau. Klar. Machen wir. Gucken wir mal, ob ich das so hinbekomme. So, ich mach mal Prediction. Diesmal mit etwas weniger Zeit. Die Einzelkampfhalle. So, mit 2 Minuten oder so. Und wähle mal unsere Pokémon. So, und was lernen wir daraus, Kinder? Zu viele Emotes können zu Verwirrung führen. Sie sollen die Attacke Emote-Spam bei Pokémon einführen. Oh nein. Genau, ich würde... Also Gardevoir, so oder so. Logok, ebenfalls. Vielleicht sogar Logok als erstes und nicht Gardevoir als erstes, weil Logok mit Kampf und Feuer mehr Typen abdeckt. Also die letzten Male haben wir immer Logok, Gardevoir und Aron genommen. Ich würde das hier ähnlich halten, weil will ich jetzt einfach so. Brauch mich nicht rechtfertigen. So, ja, ja, ich muss mein Spiel speisen. Gut. In Ordnung. Oh, jemand sagt nein. Kann zu viele Emotes in einer Nachricht geben? Ja, ja. Keiner sagt ja. Natürlich sagt keiner ja. Also irgendwer muss ja sagen, damit die anderen die Chance haben zu gewinnen. Hätte ich gewusst, dass jemand 10k auf nein setzt, hätte ich ja genommen. RIP. Das Wesen einer Pokémon ist eine bewertenswerte Sache. Einige Pokémon verhalten sich untypisch, wenn sie in die Ecke gedrängt werden. Okay. Da habe ich nur 20 auf nein. Oh nein. Irgendwer muss ja sagen. Ja, eigentlich schon. Aber scheinbar haben alle schon auf Nein gedrückt. Ja, 11k zu 0. So, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das halt so läuft. So, wenn jetzt halt keiner was auf Ja setzt. Also jemand könnte jetzt ordentlich Risiko reingehen in der Hoffnung. Ja, genau. Da hat jetzt jemand 1000 auf Nein gesetzt, auf Ja gesetzt, jetzt funktioniert das auch. So. Ach, die Punkte gehen ins Nichts beim Verlieren. Oh, krass. Okay. Ja, Logok gegen Barschwar klingt nicht nach einer guten Idee. Um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, Gardevoir gegen Barschwar ist sinnvoller als Logok gegen Barschwar. Oder? Bei Barschwar ist Wasser. Und Aron ist halt auch nicht gut gegen Wasser. Das heißt, von unseren Pokémon ist Gardevoir vermutlich am besten gegen Barschwar. Werte können gerade, wo er kennt Wassertempo von Barschwar, das ist in Ordnung. Kann seine Kraft nicht einsetzen. Ja, dann Gardevoir, let's go. Sehr gut. Gardevoir regelt. Ah, ist überlegt wegen Fokusband. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Barschwar setzt Dreschflegel ein. Wonk. Okay. Oh, nicht okay. Die Augen von Barschwar funkeln. Du verbist dabei, dass Barschwar quasi Carpador ist. Ja gut. Also dafür, dass es basically Carpador ist, hat es die Hälfte von Gardevoirs Punkten weggepackt. Also ungefähr. Lotozel. Lotozel ist Pflanze Wasser. Also greifen wir weiter an mit... Ne? Mit Gardevoir. Oh, schade. Das hätte jetzt... ordentlich. Gardevoir bringt sich in Position. Lotozel will noch mehr. Okay. Dreschflegel macht mehr Damage, wenn man selber hat. Ach so. Okay. Gut. So, Lotozel wurde besiegt. Ninkada. Ich glaube... Das Ding ist, wir können jetzt auch einfach Gardevoir in Anführungsstrichen zu Ende ausnutzen. Wenn es denn tatsächlich angreifen würde. Ja, geil. Super, Ninkada. Toll.
Wir greifen einfach weiter an. Gardevoir verstärkt sich. Ich weiß gar nicht, läuft Boden über physisch? Vermutlich schon. Das heißt also, dass das hilft nicht, was Gardevoir da gemacht hat. Oh, Gardevoir, bitte setz Psychokinese ein. Dankeschön. Doppelt Gedankengut Psychokinese. Unser Gardevoir ist quasi schlau. Vermutlich schlauer als ich. Morgen kämpfen wir richtig. Nee. So, heilt er unsere Pokémon? Ja, sehr gut. Der zweite Gegner wartet schon. Ja, ich bin bereit. Hier ist es viel heiß. Mhm. Das während des Schauflers war smart, das stimmt. Auf jeden Fall. So, Gehweiher. Wasser. Elektro? In jedem Fall kommt Logok wieder weg. So, in jedem Fall kommt wieder hier Dings rein. Wasserkäfer, okay. Aber Käfer dürfte keine Interaktion mit Elektro haben. Gardevoir müsste jetzt also einfach Donnerblitz einsetzen. Regentanz. Das schwächt Elektroattacken? Verstärkt Elektroattacken? I don't know. Gardevoir setzt Donnerblitz ein. Schwächt Feuer. Okay, gut. Aber ist ja egal. Quasi. Und Orkan und Donner treffen immer. Ah. Macht Donner zu Auto-Hit. Okay. Hallo, Bibor. Bibor ist Käferflug? Käfergift? Okay, scheinbar auf jeden Fall nicht Flug, weil sonst hätte das Donnerblitz eingesetzt. Gardevoir killt die einfach alle. Vielleicht schaffen wir ja doch das heute noch. Käfergift, okay. Pudox. Pudox ist aber auch Käfergift, bei meinem Glück. So. Weckend weiter. Gardevoir, los. Du packst das. Warum setzt du jetzt wieder Gedankengut ein? Hm. Pudox setzt Toxin ein. Das ist unvorteilhaft, aber sollte uns nicht allzu sehr treffen. Erstmal. Also im Sinne von sollte nicht allzu sehr Probleme bereiten jetzt erstmal. Komm, Gardevoir. Dankeschön. Sehr gut. Das dürfte nur nicht sein, wenn es nicht Fokusband oder sowas hat. Hat es nicht. Sehr schön. We did it. So, das wäre der zweite Trainer mehr, ne? Bitte gib mir Wasser. Oh Mann. Ausgezeichnet, dann sind wir gleich wieder topfit. Sehr gut. Der dritte Gegner wartet schon. Verlieren macht mir nichts. Mal sehen, ob du das denkst, wenn du verloren hast. Herausforderung von Teenager Roland. Habitak wird eingesetzt. Flug ist gegen Kampf. Fuck, warte. Bevor ich auswechsel, Leute. Immer wieder. Flug gegen Kampf. Welche Richtung? Kampf gegen Flug effektiv oder andersrum? So. Immer wieder. Ich schaffe es nicht. Ich krieg's mir nicht gemerkt. Ja, Flug auf Kampf effektiv. Das heißt, auch hier wechseln wir wieder gegen Gardevoir aus. Und Gardevoir haut den mit Donnerblitz. Das ist jetzt... Das ist die Go-To-Taktik. Ich kann leider nicht mein Team jetzt auswechseln. Die Idee ist, dass Kampfmon nicht an die Vögel rankommen. Ja, aber dann müsste ja, wenn überhaupt, Kampf uneffektiv auf Flug sein und nicht andersrum. Oho, habe ich da geschützt, sich selbst. So, also im Sinne von... Achso, ist es auch. Okay, gut. Ja, dann funktioniert das ja. Spiegeltrick. Was macht Spiegeltrick? Egal, aber ich da kriegt jetzt Donnerblitz. Ist in Ordnung. So, gut. Ja, Seelenfisch fragt, hast du schon mal versucht, einen fliegenden Vogel zu treten? Nein, das wäre gemein. Eneko. Eneko ist normal, wir lassen einfach Gardevoir drin. Ja, aber es ist auch auf Seiten der Flugmon eine sehr effektive Strategie. Ja, das stimmt schon. Also, mit der Argumentation kann ich das nachvollziehen. Ob ich mir das merken kann, ist die andere Sache. So, Gardevoir, let's go. Bitte, bitte mach gut Angriff. Wäre sehr schön. Danke. Okay, dritter Gegner. Gleich auch down. Felino. Felino ist Wasser. Wasserboden. Das heißt, Donnerblitz hätte nichts gebracht, aber Psychokinese von Gardevoir funktioniert genauso gut. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Der dritte ist auch down. Also, die arme Person, die 11.000 Punkte auf Nähe gesetzt hat.
Ich meine, ich durfte jetzt, ich darf jetzt nicht überfliegen. Ich darf jetzt nicht, sagen, oh, das wird jetzt, aber bisher sieht's gut aus. Ich muss Pokémon vergöttern wie Kinder. Hier Witz über Millennials und die Tatsache, dass Haustiere wie Kinder für sie sind, einfügen. Goldini. Warum starten alle mit Wasser-Pokémon? Was da los? Warum muss ich schon wieder auf Gardevoir wechseln und auf Donnerblitz hoffen? Warum ist das so ein Ding? Der von Gardevoir erkennt Wassertempo, was auch immer das macht. Geht Psystrahl ein. Ja, das macht nicht so super viel Schaden. Sehr gut. Donnerblitz. Gardevoir setzt Blitz ein? Blitz? Okay. Goldini kann seine Kraft nicht einsetzen, was auch immer das bedeuten mag. Okay. Goldini ist down, wenn es nicht Fokusband oder sowas hat. Hat es nicht. Sehr gut. Nächstes Pokémon ist Anton. Anton ist Psychowasser. Wir bleiben drin. Anton kann uns nicht besonders viel Schaden machen. Warum greifst du mit Psychokinese an, Gardevoir? Ist es nicht Psychowasser? Ist es nur Wasser? Ist das... Ach, es ist Psyduck dann. Psychowasser, okay. Egal. Ist das... Gardevoir, warum regelst du das so krass? Flemli. Egal. Mach Psychokinese. Passt schon. Passt. Nein, Psyduck ist Anton. Warte, wie heißt die? Entoron heißt die Entwicklung. Ich bin blöd. Ja, es ist... Ja. Ist schwierig. Ja. Ich muss mir merken, die Namen der Pokémon. Kampf 4 ist fertig. Ich bin so traurig für meine Pokémon. Tut mir furchtbar leid. Ausgezeichnet, deine Pokémon sind gleich wieder topfit. Okay, cool. Der fünfte Gegner ist bereit. Vielleicht schaffen wir das ja doch noch heute noch. Ich habe heute die Kraft von Gestein. Cool, dann können wir ausnahmsweise mal Logok drin lassen, dann greift das mit Durchbruch an. Oder was auch immer es an Kampfattacken hat. Oder auch nicht, weil du ein Wasser-Pokémon in den Kampf rufst anstatt Gestein. Meine Fresse! So, aber keine der beiden Stufen ist Psycho. Keine der beiden Stufen ist Psycho. Oh, okay. Er hatte im Kopf, dass eine von beiden Psycho wäre. Naja. Gut, Gardevoir, bitte mach Perlo fertig. Werte von Gardevoir erkennt Panzerhaut von Perlo. Ach, Taucher. Cool. Gardevoir, ach, schade. Ich dachte, es setzt jetzt Gedankengut ein. Diesmal ausnahmsweise mal nicht so schlau wie vorher. So. Geht doch. Okay, er hat die Kraft von Gestein, aber Perlo ist gar nicht Gestein, glaube ich. Warum wollen alle Gardevoir vergiften? Was ist da los? Gardevoir wurde durch Gift verletzt. Okay. Und auch Perlo will noch mehr. Let's go. Okay. Sehr schön. Perlo ist down. Nächstes Pokémon ist Slimer. Slimer ist Gift. Wenn Slimer Gift ist, kommen wir durch. Ja. Das hält es vermutlich auch nicht aus. Sehr schön. Nächstes Pokémon. Stolunior. Oh, dagegen. Dagegen wechseln wir Logok ein. Gardevoir bringt sich in Position. Ne, nix da. Nix da, Gardevoir. Logok. Logok macht gute Angriff gegen Stolunior. Hoffentlich. Jetzt Metallklaue ein. Ja, gut, okay. War eine gute Entscheidung, das zu machen. Warum setzt du... Vielleicht hätte ich Logok nicht mitnehmen sollen. Logok scheint nicht wirklich Bock darauf zu haben, so zu kämpfen wie wir. Schon besser. Schon besser, Logok. Okay, damit hätten wir den fünften durch. Oder schon den sechsten, ich weiß es nicht. Emperor Olaf, ich habe Energiefokus und Stärke verloren. Oh, es tut mir leid. Anstatt einfach Kampf zu nutzen. Ja, verstehe ich auch nicht, aber gut. Logok ist nicht so smart, Intelligenz wert nicht so hoch. Der sechste Gegner, let's go. Ein Kind.
lehrt mich eine Strategie gut. Okay. Machen wir. Muchas. Muchas gracias. Gardevoir. Mit Donnerblitz. In der Hoffnung, dass es Donnerblitz einsetzt. Was es nicht tut bei meinem Glück, aber cool. Panzerhaut. Okay. Muchas setzt Superschall ein. Attacke von Muchas geht daneben. Das ist sehr schön. Gardevoir setzt. Warum? Warum, Gardevoir? Jetzt bist du verwirrt. Warum machst du das? Gardevoir ist verwirrt. Gardevoir setzt Donnerblitz ein. Sehr gut. Jetzt hat Muchas irgendwie Fokusband oder so? Nee. Okay. Das heißt, also scheinbar ist das mit den Items bei diesem Kampfmodus nicht so prävalent. Cool. Gardevoir ist verwirrt. Gardevoir schlägt sich selbst. Geht sehr gut. Okay. Gut, dass Gardevoir nicht besonders viel Attacke hat. Oh, Gardevoir ist verwirrt. Gardevoir hat sich vor Verwirrung selbst verletzt, bei meinem Glück. Nein, das setzt Psychokinese ein, trifft aber nicht. Hättest du mal Gedankenmut eingesetzt, dann wäre das auch was Gutes geworden. Gardevoir ist verwirrt, hat sich vor Verwirrung selbst verletzt, Felino setzt Schauber ein. Warum setzt du Gedankenmut jetzt ein? Hättest du Gedankenmut nicht vorhin einsetzen können? Ah! Okay, okay, Felino greift sich ein. Bitte setz Gedankenmut ein. Gardevoir ist nicht mehr verwirrt. Aber es ist Psycho. Gardevoir! Es wird niemals aufhören. Ja, bitte bring dich in Position. Greif doch jetzt endlich an. Nein! Gardevoir, guck mal. Jetzt hast du ausnahmsweise mal ein Fenster, um anzugreifen. Es sei denn, Schaufler ist schneller. Na, geht doch. Boah. Das war eine Prozedur. Okay, war das das letzte? Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt noch eins. Ja. Abra. Gardevoir ist immer noch das beste Pokémon, das wir dagegen haben, glaube ich. Abra setzt einfach Geowurf ein. Let's go. Gardevoir ist down. Okay. Dann hoffen, dass Aaron mit Walzer oder sowas da ordentlich durchkommt, weil Abra geringe Verteidigung hat. Weil es Spezialverteidigung hoch hat stattdessen. Ah, warum sage ich mit Walzer? Ich kann gar nicht aussuchen, welche Attacke Aaron einsetzt. Aaron kann seine Kraft nicht einsetzen. Warum nicht? Aaron, warum kannst du deine Kraft nicht einsetzen? Metronom, das ist eine random Attacke. Setzt Zermalmklaue ein. Okay, was auch immer das sein mag. Verteidigung sinkt. Gut, Eisentreif. Bonk. Hat gereicht. Cool, damit hätten wir den 6. Gegner besiegt. Wow, was für eine Strategie. Guter Verlierer, gefällt mir. Ausgezeichnet, deine Pokémon sagen, ja, komm, gib mir den letzten Gegner, bevor ich aufhören muss. Komm schon, wir kämpfen jetzt. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir hier, Oma. Eine Herausforderung von Experte Annika. Groink. Groink ist Psycho? Normal oder Psycho? Ich weiß es gerade nicht. In jedem Fall wechseln wir wieder aus gegen Gardevoir. Ah! Logok, null nützlich in diesem Kampf. Beziehungsweise in dieser ganzen Sache. Magiemantel schlägt fehl, was auch immer Magiemantel tun würde. Groink setzt Magiemantel ein. Ist es Schutzschild, aber halt nicht. Blitzpralter, Magiemantel ab. Ach, es kann wahrscheinlich keine Statusattacken. Also keine Statusveränderungen bekommen. Doch nicht. Nur. Oh, nö. Okay, Groink ist tatsächlich. Also gegen Groink haben wir nichts so krass Gutes irgendwie, habe ich das Gefühl. Es ist doch eh schon im Magiemantel. Oder ist Magiemantel wirklich jetzt Schutzschild und. Ja, du setzt Gedankengut ein. Das ist smart. Ausnahmsweise mal. Quatsch, ausnahmsweise mal. Gardevoir hat vorhin sehr schlaue Sachen gemacht, von daher nicht ausnahmsweise mal.
Hattest du jetzt irgendwie, bis der Magiemantel abwirkt oder sowas gerade war? Und steigerst dich bis dahin? Solltest jetzt angreifen, in zwei Runden kommt eine starke Attacke. Gardevoir. Das ist nicht angreifen. Und Bußstrahl. Du bist jetzt wieder verwirrt, Gardevoir. Jaha, wir wissen es. Du bist in einem Magiemantel gehüllt. Kannst du bitte... Gardevoir wurde von der Attacke sehr getroffen. Okay, das hat gar nicht so super viel Schaden gemacht. Groink! Jetzt ist gut. Ist gut. Ja, 20 Minuten später, wo Sarkastan hat absolut recht. Das ist der letzte Kampf, in dem wir sind, oder? Was macht Magiemantel? So. Die Augen von Groink funkeln. Das sind Funken, die du wechselst doch einfach aus. Aber wogegen? Die anderen Pokémon sind auch nicht gut dagegen. Wozu auswechseln, ne? Seelenfisch, ich muss einfach auf meine Pokémon vertrauen. Das ist wie mit dem Herz der Karten. Darum geht's in diesem ganzen Format, dass du einfach darauf vertraust, was deine Pokémon machen. Banett, warte. Nee, auch weiter mit Gardevoir. Weil unsere anderen Pokémon sind nicht... So. Genau, also unsere anderen Pokémon sind auch nicht so gut gegen Geist, von daher... Bleiben wir einfach dabei. Damit schlecht für Gardevoir. Ah, ja, stimmt. Mit der Schwäche ist das ein Problem, ja. Egal, Gardevoir handelt das jetzt. Und damit gewinnen wir. Warum setzt du... Gardevoir handelt das nicht. Gardevoir handelt das nicht. Wow. Okay. Geht doch. War das die letzte? Nee, das war nicht die letzte. Das war erst das zweite Pokémon. Jetzt kommt das dritte. Sengo. Sengo ist normal. Das heißt, wir sollten gegen... Wir warten jetzt darauf, dass Gardevoir down geht. Und dann wechseln wir, wenn es nicht in der Zwischenzeit Sengo besiegt, gegen Logok ein. Das ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. Okay, aber das ist auch in Ordnung. Wir können auch mit Aron angreifen. So ist es nicht. Aron, warum kannst du deine Kraft nicht einsetzen? Gut. Okay. Danke, Logok. Oh, wow. Das war ein bisschen antiklimaktisch. Aber gut, genau 9 Uhr. Kann die Prediction jetzt auflösen. Oh, du bist ehrlich stark. Ja, das bin ich. 7 Siege in Folge. Das Band zwischen deinem Herzen und deinem Pokémon scheint stark zu sein. In Anerkennung des Bandes zwischen dir und deinem Pokémon geben wir dir Gewinnpunkte. Warum haben alle waren gegen mich? Alle waren gegen mich. Wer auch immer jetzt die Punkte kriegt, hat richtig abgesahnt. 12.040 Punkte gehen an Skipjay. Oh, krass. So. Möchtest du den letzten Palastkampf? Ja, meinetwegen. Ich trage jetzt immer den letzten Kampf ein, den ich gemacht habe und gut ist. Und ich habe das Gegenteil gewiesen. Ja, sehr schön. Oh Mann. Stärke dein Herz und deine Pokémon kommen dann wieder. Wozu? Ich hab... Geil. So. Gut. Damit wär's das für heute. Briggs hat das Spiel gespeichert. Sehr schön. So. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr alle hier wart. Ich muss nachschauen, ob ich jetzt... Also wie viele verschiedene Kampfzonenarten es jetzt noch gibt, die ich machen muss. Und dann werde ich die... wer ist es denn? Werde ich halt gucken, wie viele Streams wir damit noch füllen können. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute Abend, wenn ich mich richtig erinnere, wieder Darthnex mit seiner Bidizanaslog-Challenge. Genau, schaut also da vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.